Hey Leute, hier ist das Serientaxi, eure wöchentliche Show von serienjunkies.de. Jeden Donnerstag, 12 Uhr, live bei Twitch. Mit Axel und Felix. Und Annie. Nein. Ab Sonntag gibt es das Serientaxi als Podcast und bei YouTube. Abonniert uns bei iTunes und hinterlasst uns Feedback bei Twitter unter dem Hashtag Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und Hi-Fi. Bow, 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 bow. Man hört uns? Hallo liebe Serienjunkies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Serientaxi. Mein Name ist Axel und ich habe mir heute einen Spezialgast in die Redaktion ins Studio geholt, der liebe Adam. Hallo, ahoi. Unser Newschef, den wollen wir heute mal ausquetschen, so was es Neues gibt, was es brandheiße News oder auch ein bisschen ein Roundup machen zu bestimmten Serien, die demnächst anstehen. Mhm. Und Adam ist unser, ja, laufendes Redaktionshirn und da wollen wir mal da wollen wir mal anzapfen heute und schauen, was er uns alles zu neuen Serien, die bald anstehen, erzählen kann. Wir wollen anfangen heute mit einer Preview der Woche und zwar startet morgen, für alle die jetzt live zu gucken, die in der Mittagspause dabei sind, startet morgen eine neue Comedy-slash-Dramedy-Serie, ja. So richtig kann man das nicht definieren, auf Netflix mit dem Namen Love. L-O-V-E. Wir werden euch halt viel, mit sehr viel Ich kann diese Love. Herzen immer nicht so machen. Ja. Oh. I don't know how hard works. Wir hatten ja gerade Valentinstag und wurden auch von unserem Chef sehr schön beschenkt. Da müssen wir noch einen kleinen Shoutout machen. Thanks, MG. An Mariano. Das war wirklich toll. Da sind wir am Montag in die Redaktion gekommen und wurden reich beschenkt mit ganz vielen kleinen Herzen und Schokolade und so weiter und so fort. Wir waren glücklich darüber und klären jetzt gleich mal, ob wir auch glücklich sind mit der neuen Netflix-Serie Love. Die stammt von Judd Apatow. Mhm. Und er hat sie erfunden zusammen mit Leslie Arfin und Paul Rust. Paul Rust ist gleichzeitig der Hauptdarsteller. Sie startet morgen am 19. Dezember auf Netflix. Es gibt 10 Episoden. 10. Und Netflix hat uns alle 10 Episoden zur Verfügung gestellt. Ziemlich nett. Ich weiß nicht, hast du alle gucken können? Nee, ich habe 5 geguckt und die ersten beiden habe ich 2-mal geschaut, auch nochmal als Vorbereitung aufs Taxi. Also du bist quasi Experte für die ersten beiden Episoden. Ja. Ja, ich habe 6 geschaut, ich habe auch nicht alle 10 geschafft, aber ich glaube, für den ersten Eindruck reicht es. In Love, die Handlung ist relativ schnell zusammengefasst. Es geht um 2 Anfang 30-jährige Singles. Beide sind eigentlich so ein bisschen neue Singles. Jillian Jacobs, die wir aus Community kennen. Britta! You got Britta'd! die spielt die eine Hauptrolle und Paul Rust, wie schon erwähnt, spielt die andere Hauptrolle. Und sie sind beide, wohnen in L.A., haben so Jobs, mit denen sie ja nicht so richtig zufrieden sind. Irgendwas mit Medien. Genau, sie machen beide irgendwas mit Medien. Die eine, wie heißt sie denn, Jillian Jacobs eigentlich? Ich bin nicht gemerkt. Mickey. Okay. Mickey arbeitet in einer Radiostation und Gus arbeitet als Lehrer für so Kinderstars am Set. Und, und träumt aber davon, Drehbuchautor zu werden, so ein bisschen. Genau, so hat so ein bisschen und ist auch so ein echter Nerd. Also wie man sich vielleicht einen Nerd vorstellt, obwohl man ja eigentlich keine eingefahrene Vorstellung haben sollte von Nerds. Ne? Anne grinst da wohlwissend natürlich. Aber ja, er ist halt sehr hager, hat halt eine große Brille, interessiert sich für diverse Dinge, für die sich sogenannte Nerds gerne Blu-rays, yo. Blu-rays. Und es gibt eine überlange Auftaktepisode, die ich glaube 40 Minuten. Also es ist eigentlich so eine klassische Dramalänge, aber es ist eine Comedy / Dramedy. Wie hat dir der Auftakt gefallen, Adam? Ja, also ich fand den Auftakt so ein bisschen richtungslos, muss ich sagen. Das ist so, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich habe solche Serien jetzt schon öfter gesehen, so in Richtung Togetherness, Girls und so. Togetherness macht sowas mit 40ern, Girls macht sowas mit Menschen, die in ihren 20ern sind und Love passt jetzt rein und füllt diese 30er-Lücke, nach der jeder verlangt hat. Ja. Aber irgendwie ist es ein bisschen wischiwaschi alles. Also ich mag Gillian Jacobs ganz gerne. Den männlichen Hauptdarsteller, ja, der muss, glaube ich, noch ein bisschen wachsen bei mir. Kanntest du ihn vorher? Nee, ich kannte den gar nicht. Ja, ich habe ihn nämlich auch noch nie gesehen und habe dann bei IMDb mal nachgeguckt. Er hat schon ein relativ langes Resümee, muss man sagen. Also er hat viele Aber als Autor oder als Schauspieler? Nee, als Schauspieler. Okay. Ja. Und
ich muss auch sagen, dass mir Girls und Togetherness jeweils deutlich besser gefallen haben als jetzt Love. weil, ich weiß nicht, bei Girls sind die Darsteller auf jeden Fall auch alle nervig, aber irgendwie nicht so First World Problem nervig wie hier. Also beide Serien sind so, könnte man eigentlich First World Problems die Serie nennen. aber hier ist es noch irgendwie extremer mir aufgefallen, dass es so ist. Irgendwie so richtige Probleme haben die nicht. Die sind alle so Mit-30er in Los Angeles, haben eigentlich gute Jobs, aber beschweren sich trotzdem über ihr Leben und vor allem ihr Liebesleben und sind so ein bisschen ziellos und planlos auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall schwer, so auf jeden Fall in der ersten Episode ist es extrem schwer, finde ich, mit den Charakteren sich auch nur irgendwie zu identifizieren, weil sie beide überhaupt nicht likable sind. Ja. Also das ist ja nicht immer, es muss ja nicht immer ein Problem sein, wenn eine Hauptfigur irgendwie keine Charaktermerkmale hat, an der man sie irgendwie mögen kann. Ja. Aber die beiden sind, also der Gast, der ist irgendwie so, ich habe ihn immer so, also mir fällt da immer der Begriff Lappen ein. Ja. Also es ist halt irgendwie so ein richtiger Lappen. So, und der hängt halt irgendwie so in der Kurve und weiß nicht, was er machen soll. Und am Anfang hat er noch eine Freundin, die dann mit ihm Schluss macht im Verlauf der Pilot-Episode. Und man merkt so wirklich, warum sie irgendwie keine Lust mehr auf ihn hat, weil er halt so ein Ja- und Amen-Typ ist. Ja. Ne? Er sagt halt immer zu allem, ja, mach das doch so und mach das doch so und ich kann alles für dich tun und so. Und er hat halt keine Ecken und Kanten. Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, finde ich, für den Zuschauer, da irgendwie eine Eigenschaft zu finden, die man mögen kann oder die man toll finden kann. Verraten wir den Trennungsgrund der beiden hier? Können wir machen. Ja. Er sagt zu oft, I love you. Und deswegen trennt sich seine Freundin von ihm. Und wir haben dann so diesen Kontrast mit der Gillian Jacobs-Figur, die so wilden Sex hat, der einfach so spontan passiert, mit so einem auch Loser-Typen, der irgendwie mit seiner Mutter Hosen kaufen geht nach dem Sex. Und der ständig nur heiß und Koks zieht und so. Ne? Und man weiß auch nicht so genau, warum sie jetzt mit ihm Sex hat. Also es ist sehr mysteriös, warum wir eigentlich diesen beiden Charakteren zuschauen sollen in der ersten Episode. Ich habe wirklich nach der ersten Episode habe ich gedacht, oh nee, ich habe keine Lust mehr, hier noch eine Sekunde weiter zu gucken. Und dann habe ich gedacht, okay, du bist Profi, ne? Hier, Serien-Taxi-Profi. Dafür wirst du bezahlt. Dafür werde ich bezahlt, genau. Und ich schaue mir jetzt mal noch ein paar Folgen mehr an. Und dann muss ich sagen, ich bin so ein bisschen reingewachsen, ehrlich gesagt. Also ich finde auch, nach den ersten Episoden haben die beiden auch jeweils bekommen sie Eigenschaften, die sie ein bisschen liebenswerter machen. Ich fand die zweite Episode auch ein bisschen besser auf jeden Fall als die erste. Und es geht ja auch nahtlos ineinander über, die erste und die zweite Episode. Also es ist quasi die Sekunde nach der ersten Episode geht es gleich weiter. Also ist eigentlich der Auftakt sozusagen ein einstündiger Film fast, würde ich sagen. Und dann haben sie so ein bisschen so einen kleinen Roadtrip und das hat mir ziemlich gut gefallen. Und dann später wurde es auch besser. Aber ich habe jetzt bei 5 Episoden gestoppt, weil ich mir dachte, okay, muss ich nicht alles direkt am Stück sehen, kann ich mir ein bisschen aufheben. Und der Zwang oder der Druck oder irgendwie so, mein Verlangen ist jetzt nicht da, sofort weiter zu gucken. Also das ist jetzt bei anderen Netflix-Serien anders, aber hier war es so ein bisschen so, okay, ist nett, aber muss man vielleicht nicht gucken. Ich finde die Serie leidet auch so ein bisschen unter dieser typischen Netflix-Krankheit, dass Leute, die Kreativen, echt extrem viel Spielraum bekommen und dadurch so ein bisschen der Fokus verloren geht. Ja. Ich finde, das sieht man an der ersten Episode sehr, sehr gut, die 40 Minuten geht und der Plot, der daran erzählt wird, der hätte auch wahrscheinlich in 10 Minuten oder 15, 20 Minuten in der klassischen Comedy-Serie. Und da war ich halt auch wieder so, ach Leute, jetzt gebt den Leuten doch mal ein bisschen irgendwie Form, wo sie sich irgendwie reinfinden können und wo sie die Rahmenbedingungen kriegen und sowas, weißt du? Und das hat mich dann gestört. Also würdest du es insgesamt weiterempfehlen? Würdest du sagen, Leute, guckt es euch auf jeden Fall an, haltet den Piloten durch? Ja, Piloten auf jeden Fall durchhalten. Wenn ihr Togetherness oder Girls mögt, weiter reinschauen auf jeden Fall. Ich bin aber auch ganz klar der Meinung, diese 40 Minuten sind zu lang und ich finde ja auch schon manchmal HBO oder Showtime-Comedies sind mit ihren 30 Minuten zu lang und hier übertreibt man es halt nochmal ein bisschen mehr und macht noch so ein bisschen mehr Nothingness rein in diese 40 Minuten. Also wenn euch besagte Comedies gefallen, dann auf jeden Fall mal reinschauen und sonst habt ihr, glaube ich, nichts verpasst, wenn ihr es jetzt nicht gucken würdet. Ich habe bei mir so ein bisschen das Gefühl, je mehr Serien auf den Markt kommen, desto mehr wünsche ich mir die alten Längen zurück, quasi die alte 20 Minuten, 40 Minuten Dichotomie, so im Drama- und Comedy-Bereich. Ist es bei dir genauso, oder? Ja, schon so ein bisschen auf jeden Fall. Oder hast du schon Vinyl 2 Stunden geguckt? Nein, habe ich nicht. Ich bin ja sowieso ein Fan von diesen knackigen 20-Minuten-Comedies eher als von den 30-Minütigen. Ich gucke die auch, aber an sich, wenn ich die Wahl habe, gucke ich jetzt in 20 Minuten Modern Family, Brooklyn Nine-Nine oder so oder HBO-Sachen, dann gucke ich eher die 20 Minuten. Ist ein bisschen einfacher, ne? Henning hat im Chat gerade noch kurz gefragt, Master of None, wie ist da der Vergleich? Spielt ja so ein bisschen in der gleichen Kategorie. Also beide sind
Anfang 30. Ich glaube, bei Master of None sind sie vielleicht ein paar Jahre jünger. Die einen sind in L.A., die anderen sind in New York. Ich finde, New York ist in Master of None ein größerer Charakter als L.A. Ja. Ich glaube, ich musste auch so in der dritten Episode musste ich mal kurz nachdenken, in welcher Stadt sie eigentlich sind. Aber ja, Master of None ist für mich die deutlich bessere Serie, muss ich sagen. Also Master of None hat so viele politische, gesellschaftlich relevante Untertöne, die mir wirklich auch selbst persönlich am Herzen liegen und die sehr, sehr gut aufgearbeitet sind in der Serie. Fand ich wirklich toll, wie die es gemacht haben und auch ja, in jeder Episode die Balance gehalten zwischen so PSA-artigen Anwandlungen und aber auch Comedy. Es war auch super witzig. Und ich muss sagen, bei den ersten zwei Episoden von Love habe ich jetzt nicht unbedingt sehr viel gelacht. Ja. Ich habe mir nur einfach gedacht, oh Gott, was sind das für Leute hier? Muss ich denen jetzt noch weiter zugucken? Master of None habe ich halt in ein oder zwei Tagen durchgebinged. Und da habe ich auch öfter mal gelacht. Felix ist ja jetzt nicht der größte Freund davon, aber mir hat Master of None auf jeden Fall auch deutlich besser gefallen als jetzt Love. Ja. Und die Charaktere in Love sind auf jeden Fall größere Lappen als die in Master of None. Das stimmt. Und ich würde jetzt sagen, wir machen mal so ein kleines Lappen-off. spontan Top 3, ein Lappen-off, genau. Was ist denn, also ich würde jetzt sagen, die drei größten Lappen der Seriengeschichte. Mhm. Fang du mal mit deinem dritten Platz an. Mein dritter Platz ist aus The Simpsons, Martin Prince. Der Klassenstreber, der zusammen mit Bart in die Klasse geht und immer in Fettnäpfchen stößt oder geworfen wird. Meine Laute zum Beispiel. deswegen liebe ich Martin als sympathischen Lappen. Sehr gut. Und bevor ich jetzt meinen dritten Drittplatz-Lappen sage, dann könnt ihr vielleicht im Chat mal schreiben, für welche Lappen ihr denn feiert so in der Seriengeschichte oder für welche Figuren für euch die größten Lappen sind. Mein drittgrößter Lappen auf jeden Fall ist, wie oft wir auch Lappen sagen in dieser Episode. Lappen-Count bitte. Ist auf jeden Fall AJ Soprano aus den Sopranos. Das ist auch so ein Charakter, der kriegt irgendwie in der vierten, fünften Staffel, kriegt er mal ein bisschen Charakterentwicklung, aber in den ersten drei Staffeln willst du ihn einfach nur schütteln und sagen, Junge, wach mal auf und so und denkst dir einfach die ganze Zeit, ja, was ist denn da los, warum kommt denn der nicht zu Potte und warum hängt der nur irgendwie in der Kurve und da gibt es öfter mal irgendwie Momente, wo ich mir gedacht habe, oh, ich will diesen Charakter jetzt eigentlich nicht mehr sehen, obwohl er ja sehr realistisch geschrieben ist, also es ist ein guter Charakter, aber ein großer Lappen. Mein Zweitplatzierter kommt aus Mad Men und ist Pete Campbell, Vincent Kartheiser, der am Anfang der Serie auf jeden Fall das Prädikat Lappen sich ausdrücklich verdient hat, weil er immer irgendwie so sich durchwurschtelt und so ein bisschen schmierig daherkommt. Später entwickelt er sich zu so einer coolen Figur auf jeden Fall, aber ich erinnere mich an den schönen Moment Not Great Bob. Und deswegen ist er für mich einer der Top-Lappen, die es da draußen gibt. Oder The King Ordered It. Ja, genau. Das ist auch ein großartiger Moment von ihm. Würde ich auf jeden Fall auf der Liste, ist auf jeden Fall zu Recht auf der Liste. Mein zweitgrößter Lappen ist Gabriel aus The Walking Dead. Also Leute, die The Walking Dead sehen, der ist wirklich zu gar nichts zugute. Also jetzt in der neuesten Episode hat er so einen kleinen Moment, wo das vielleicht in eine andere Richtung ausschlagen soll, aber ansonsten ist er seit zwei Staffeln, glaube ich, dabei und hat noch keinen Moment gehabt, wo er wirklich irgendwie irgendwas Positives beigetragen hat. So, also wir können uns da an nichts erinnern. So, und ich glaube, wenn ich uns beide richtig kenne, wenn ich dein T-Shirt richtig lese, dann könnte dann könnte es sein, dass unser Erstplatzierter die gleiche Person ist und ich überlasse dir die Ehre, Adam. Unser Top-Lappen aller Zeiten. Man könnte auch sagen Topflappen, aber vielleicht auch nicht, ist auf jeden Fall Jerry aus Rick and Morty, der liebenswürdigste Loser, der mir jemals untergekommen ist. Nicht zu verwechseln mit Sleepy Gary, seinem kleinen Fantasielover aus der zweiten Staffel, aber er ist halt der Vater von Morty und einfach so ein Loser, er hat keinen Job oder hatte mal einen Job, aber dann irgendwie nicht mehr. Hatte mal so eine Apfelkampagne, die ganz gut lief, aber eigentlich kriegt er immer nur auf den Deckel und lebt so in den Tag hinein. Und er verbringt die meiste Zeit damit, das fantastische Jerry's Game zu spielen, eine iPad-App. Könnt ihr euch übrigens auch fürs iPad runterladen. Genau, wo man nur Ballons so zerplatzen muss den ganzen Tag und mehr muss man gar nichts machen. Sehr, sehr großartiges Spiel. Übrigens, iPad gibt es schon Wortmeldungen zu Lappen in Serien. Was sagen denn die? Der Freund von Kirsten Schaal in
Flight of the Conchords ist auf jeden Fall ein guter Lappen. Mhm. Hier fragt jemand, ob Lappen so etwas bedeutet wie Douchebag. George Constanza ist doch der Lappen oder nicht? Ja, kann man schon sagen, das stimmt. Ja. Douchebag gehört auf jeden Fall zu Lappen dazu, ja. Ja. Größter Lappen SpongeBob oder Ralph Wiggum. Kirk aus Gilmore Girls, den hatte ich auch kurz überlegt, ob ich ihn reinmache. Das ist natürlich auch ein Thema für gleich noch. Mein größter Lappen Ziggy aus The Wire. Was sagst du jetzt dazu als The Wire-Spezialist? Ist keine schlechte Wahl, muss man sagen. Also wenn es einen Lappen gibt in The Wire, dann ist es Ziggy. Mhm. Also, ja. Und Jerry aus Parks and Recreation oder Al Bundy aus... Meinst du Larry oder Gary oder Harry? Ja. Ja, sehr cool. Also das sind auf jeden Fall alles sehr gute Vorschläge. Wir hatten Gilmore Girls dabei und das ist natürlich die perfekte Überleitung. Bevor wir dazu kommen, eine Frage, die es noch im Chat gab. Wo läuft Master of None? Bei Netflix auch. Da könnt ihr die gesamte erste Staffel finden. Netflix! Und zu Netflix kommen wir jetzt auch gleich. Weil da nämlich ist eine Fortsetzung in Planung von Gilmore Girls, der sehr, sehr beliebten Dramedy. Darf man Dramedy sagen? Oder ist es eine Dramaserie? Ist es voll oder? Das passt jetzt sehr gut zu meiner ersten Frage, weil ich kenne Gilmore Girls überhaupt nicht. Ich kenne die beiden Hauptdarstellerinnen, aber sonst weiß ich nichts von Gilmore Girls. Und ich stelle mir Gilmore Girls immer so vor, wenn ich an Gilmore Girls denke, dann denke ich an mich selbst mit einem dicken Pulli an, mit einem Kaba in der Hand, im Winter auf der Couch mit einer dicken Wolldecke in der Toskana Deutschlands. Und neben mir brennt so ein kleines Kaminfeuer und ich sitze so da und denke so, ach, ist das alles so schön hier. Ist das eine gute Beschreibung von Gilmore Girls? Ich weiß nicht, also Gilmore Girls ist jetzt nicht unsere kleine Farm unbedingt, was Annie und ich sehr gerne mögen, aber es ist auf jeden Fall eine Wohlfühlserie, würde ich sagen. Es geht halt um drei Generationen von Frauen, die ganz schnell schnattern. Eigentlich zwei Generationen, weil es sind Lorelei und Rory Gilmore, die im Mittelpunkt stehen, und dann gibt es noch ihre Mutter Emily und den Großvater, den sie immer wieder besuchen, am Freitag zu dinnern. Aber eigentlich geht es darum, dass Lorelei ganz früh schon ein Kind bekommen hat und sie dann alleine großzieht und dann wohnen die in Stars Hollow, wo sie ganz viele Abenteuer erleben. Sie gehen in das lokale Diner, Luke's Diner, und essen dort. Es gibt ganz viele Stadtversammlungen, wo dann obskure Dinge besprochen werden. Zum Beispiel gab es eine Folge, an die ich mich sehr gerne erinnere. Da geht es so um lebendige Gemälde und dann vereint sich so die Stadt und stellt so berühmte Gemälde der Geschichte nach. Und das sind halt so kleine, obskure Charaktere und die halt immer Spaß haben. Es ist Kleinstadtleben, es ist Rapid-Fire-Dialoge, die man da erlebt. Dafür ist die Serie auf jeden Fall ganz bekannt. Hat Sorkin sie geschrieben? Nein, aber man könnte fast meinen, dass Sorkin es geschrieben hat. Amy Sherman-Palladino steckt dahinter zusammen mit ihrem Ehemann, glaube ich, Daniel Palladino. Und es ist einfach, es ist so ein bisschen Liebes dabei, Rory geht in die Schule, du hast so ein bisschen Coming of Age, du hast starke Frauenfiguren, du hast eine liebenswürdige Kleinstadt und es ist einfach, da kann man schön abschalten und irgendwie eine Dreiviertelstunde genießen und nach Stars Hollow einziehen mit seinem Fernseher. Ihr seht, Adam ist ein wahnsinnig großer Fan. Er blüht regelrecht auf, wenn er über Gilmore Girls redet. Ist es bei euch auch so? Schreibt uns in den Chat, was findet ihr besonders toll an Gilmore Girls? Die Serie kommt dieses Jahr noch zurück oder nächstes Jahr? Also es wird gerade gedreht und ich glaube, dass es dieses Jahr noch passieren wird. Genau, zu Netflix. 4 Episoden wird es geben. Vier Spielfilm-lange Episoden. Der Arbeitstitel lautet Gilmore Girls Seasons. Und wie man sich da vielleicht denken kann, spielt jede Episode in einer Jahreszeit, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja. Danke, dass du sie nochmal aufgezählt hast. Die kreativen Kern zurück, das ist nämlich das Schöne daran, weil die Showrunnerin Amy Sherman-Palladino in der 7. Staffel ausgestiegen ist und die Geschichte nicht so zu Ende bringen konnte, wie sie wollte. Und es gibt so diese berühmten 4 Worte, die 4 letzten Worte, die sie nicht selber schreiben konnte. Ich und liebe die sie jetzt nicht. Und die sie jetzt in den neuen Folgen vielleicht anbringen kann. Okay. Und wird es einen Zeitsprung geben? Oder? Es wird einen Zeitsprung geben. Die neue Serie spielt in der Jetztzeit, also in der Gegenwart, 8 Jahre nach dem Serienende und geht halt zurück nach Stars Hollow. Rory war am Ende der Serie, ich sag mal jetzt präventiv Spoiler, mit Obama zusammen auf Wahlkampf. Und, das ist wirklich? Ja. Und wir werden jetzt sehen, was daraus geworden ist. Hat Obama einen Gastauftritt gehabt? Nein. Okay. Sie ist einfach nur so auf den Campaign-Trail mitgefahren. Was irgendein anderer Black-Darsteller, der Obama gespielt hat. es gab ja so eine Mini-Kontroverse, sage ich jetzt mal, um Melissa McCarthy. Sie ist auch eine sehr beliebte Figur, wie ich das richtig verstanden habe. Sie hat im Dragonfly Inn gekocht und war die beste Freundin von Lorelei. Und sie kommt aber nicht zurück, so wie es bisher kommt aussieht. Sie nicht zurück. Das ist halt so das Ding, ne? Also bei Twitter heißt es von Melissa McCarthys Seite aus, mich hat niemand gefragt. Amy Sherman-Palladino hat im Interview mit TV-Line gesagt, die Einladung ist draußen. Also wenn sie Zeit hat, ich schreibe ihr eine Szene, ich richte mich total nach ihr, ich mache alles, um sie da reinzubringen. Aber dann kam halt diese Antwort von Melissa McCarthy, die dann irgendwie für Verwirrung sorgte. Und das Ding ist halt auch, dass jetzt alle Darsteller quasi da sind, außer der verstorbene Großvater und sie.
Und sonst sind wirklich alle namhaften Darsteller bisher dabei und täglich kommen irgendwie neue Meldungen durch. Also alle Exen von Rory sind dabei, Jean, Jazz und wie heißt der letzte? Logan. Jaws. Der Vater ist wieder dabei, alle wichtigen Darsteller dabei sind wieder dabei. Paul Anka, der beste oder einer der besten Segelhunde der Welt, ist wieder mit dabei. Der hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er zum Beispiel Angst hatte vor Treppen und deswegen musste Lorelei ihn die Treppen runtertragen. Ach, jetzt verstehe ich. Das ist gar nicht der echte Paul Anka? Nein, der echte Paul Anka hatte auch einen Gastauftritt, aber das ist tatsächlich. Ach, der Hund heißt Paul Anka, ja. Okay. Alles klar. Das ging nämlich in den letzten zwei Tagen durch die Redaktion. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie, der spielt einen Hund? Was? Ich verstehe es ja nicht. Also, Luke ist natürlich auch dabei, fragt der Chat. Der hat ganz am Anfang unterschrieben. Also die zentralen Darsteller sind wirklich so gut wie alle mit dabei. Okay. Ja, darauf könnt ihr euch freuen. Noch in diesem Jahr bei Netflix, falls euch das ein bisschen zu schnell gegangen ist hier. Wir haben noch eine 23-seitige Fotostrecke auf serienjunkies.de. Genau. Da könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe durchklicken und schauen, wer alles zurückgekommen Schreibt ist. Schreibt uns noch in den Chat rein, welches Team ihr seid. Seid ihr Team Dean, Team Jazz oder Team Logan? Sind es die Ex-Freunde von der Kleinen? Okay. Ja, macht das mal. und während ihr das macht, werden wir zum letzten Buzzpunkt der Woche kommen. Und zwar ist es wieder eine Netflix-Serie, wie es der Zufall so will. ziemlich viel Buzz gerade um Netflix. Und zwar ist es Daredevil. Mhm. Und Daredevil startet am 18. März mit der zweiten Staffel und mit einem neuen Showrunner. Showrunner-Duo. Neues Showrunner-Duo, okay. Ja. Ich habe mir leider nur Marco Ramirez aufgeschrieben, aber es gibt anscheinend noch einen anderen. Ja. Die haben davor im Autorenteam mitgearbeitet. Und der Trailer war ja relativ ereignisreich und es gibt. Bang! Bang, bang! und es gibt einen neuen Widersacher für Matt Murdock. Ja. Und zwar heißt der Punisher. Ja. Ne? Frank Castle wird gespielt von John Bernthal, den wir aus ganz vielen Serien kennen und der sich gerne über den Kopf reibt, wenn er in The Walking Dead zu sehen ist. Headrubbing Shane. Der hat auch in Mob City mitgespielt, in Walking Dead. In Wolf of Wall Street hat er mitgespielt, dem Film von Scorsese und überhaupt. Und es ist eine sehr inspirierte Wahl für den Punisher, wie ich finde. Also die Trailer suggerieren auf jeden Fall einen ganz, ganz, ganz kaputten Punisher, was man so jetzt vielleicht in den Filmen nicht unbedingt gesehen hat. Also der Punisher ist eine Figur, die wird immer wieder getrieben von dem Trauma, dem Verlust seiner Familie. Aber so wie hier in Daredevil, so gritty und realistisch, haben wir es, glaube ich, in den vorherigen Filmen nicht ganz gesehen. Man muss natürlich einen Shoutout machen an Lexi Alexander, die Punisher Warzone gemacht hat, der besser ist als sein Ruf vielleicht, würde ich sogar sagen. Ach, das ist die gleiche Figur? Ja. Ach so. Es gibt Punisher bisher dreimal. Also einmal mit Dolph Lundgren, einmal mit dem guten Colin Farrell? Nein, Ray Stevenson. Und einmal mit Thomas Jane, die Hauptrolle gespielt haben. Und jetzt ist halt Shane der vierte Punisher. Ja, Shane hier. Du nennst ihn schon Shane. Shane, ja. Er ist ein bisschen wie die Figur aus The Walking Dead vielleicht angelegt. Okay. Neben dem Punisher spielt auch Elektra, die Ex-Freundin von Matt Murdock, eine Rolle in der zweiten Staffel. Und die wird auch noch sehr viel Trubel nach Hell's Kitchen bringen, auf jeden Fall. Weil sie neben einer Schönheit auch noch eine Ninja-Killerin ist. Sie ist nicht nur schön, sie ist auch tödlich. Wow. Genau. Ja, und die haben wir beide im Trailer gesehen. Und das Motto vom Trailer war ja so ein bisschen die Methoden vom Punisher gegen die Methoden von Daredevil. Genau. Wie unterscheiden die sich? Der Punisher schießt alles tot. Genau. Der Punisher bestraft die Verbrecher, die ihm vor die Flinte kommen. Und Daredevil verprügelt sie zwar, aber wird eigentlich niemals dazu übergehen, sie zu ermorden. Also Matt Murdock ist ein devoter Katholik. Mhm. Er geht auch regelmäßig zur Beichte und es ist natürlich so ein bisschen so ein Kontrast. Er kleidet sich als Teufel, aber hat diesen tiefen katholischen Glauben und deswegen wird er diese eine Grenze eigentlich, wenn es ihm denn möglich ist, niemals überschreiten. Das ist so ein bisschen eine Parallele zu Batman, der eigentlich auch niemals töten würde, weil seine Eltern halt umgebracht worden sind. Und deswegen wird sich jetzt zeigen müssen, ob der Punisher ihn an die Grenzen führt oder ob der Devil trotzdem ihn irgendwie dingfest machen kann, ohne ihn zu töten. Und gibt es auch die Möglichkeit, dass sie sich vielleicht zusammenschließen? Und die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Und gegen einen noch größeren Big Bad kämpfen? Weil ich habe mir jetzt gerade angelesen, ich bin ja kein großartiger Comic-Kenner oder sonst irgendwas, aber ich habe mir angelesen, dass es eventuell so einen Hinweis auf einem Promoplakat für Daredevil gibt, für die zweite Staffel, dass es noch einen anderen Big Bad geben könnte, und zwar Bullseye. Okay, da gab es ja Gerüchte dazu mal, die wurden aber leider widerlegt, dass Jason Statham vielleicht Bullseye spielen könnte. Bullseye hatte auch im Daredevil-Film von
2000 irgendwas eine große Rolle. Das war nämlich damals, Colin Farrell. Genau, von Colin Farrell gespielt. Bisher hat man halt noch nichts vom Casting zu Bullseye gehört und deswegen weiß man nicht genau, ob da jetzt was passieren wird. Aber dass sich diese ganzen Netflix-Helden irgendwann mal zusammenschließen, das wissen wir, weil irgendwann ist ja Defenders geplant, wo dann die Einzelhelden Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, vielleicht auch der Punisher dann zusammenkommen, um irgendwie eine Street-Level-Bedrohung auszuschalten. Fändest du es cool, wenn Bullseye kommen würde oder wäre es dir erstmal egal? Das müsste schon der richtige Darsteller sein. Ich fände auch Jason Statham als Bullseye eigentlich ziemlich gut. Aber eigentlich sind Punisher und Elektra jetzt eigentlich auch schon ein gutes Fund für die zweite Staffel, würde ich sagen. Und es wird in der in dem Trailer wird noch angedeutet, dass zwischen Karen und Matt eventuell was geht. Ja, das ist ja von der Comicvorlage her durchaus eine vertraute Sache. Also die haben da eine Liebelei. Und Matt ist sowieso so ein Frauentyp. Also was der alles schon vernascht hat, das... Ja, Lenker kann da ein paar Geschichten drüber erzählen. Genau. ja, wie war es denn, also die erste Staffel von Daredevil, wie würdest du die jetzt einordnen, so in dem ganzen Comic-Serien-Genre oder auch in qualitativ dem Marvel-Övre, ja. Also für mich ist Daredevil eine der besten Marvel-Serien, die es da gibt. Also vom Anspruch her, von der Gestaltung her, von der Action her, von der Erzählung her, auch von den Dialogen her, würde ich sagen, rangiert sie bei mir mindestens in der Top 3, wenn sie nicht sogar den ersten Platz belegt. Mhm. Und was sind da noch die anderen, die du als die besten schließt? Jessica Jones ist irgendwo so ein bisschen da drunter auf jeden Fall. Also ich bevorzuge Daredevil auf jeden Fall. Ich bin auch ein großer Fan weil er ein Mann ist. Ich bin auch ein großer Fan von Agents of S.H.I.E.L.D., vor allem der zweiten Staffel und der ersten Staffel ab der 17. Folge, weil es da so ein Großereignis gibt. Ja, und Agent Carter liebe ich natürlich wegen Hayley Atwell, weil es meine zukünftige Ehefrau ist. Big Love! Wir haben immer noch Valentinswoche, da darf man solche Wünsche dann mal äußern. Wie sieht es denn aus? Dieses Jahr ist ja so ein bisschen im Kino, deutet sich ja so ein Trend an, dass so beliebte Superhelden gegen aufeinandertreffen. Ne? Mhm. Wir haben Captain America trifft auf Iron Man in Captain America's Civil War. Mhm. Und in Batman vs. Superman sagt der Titel ja schon, wer da aufeinander trifft. Ja. Und jetzt haben wir quasi den Punisher gegen Daredevil, genau. Ja. Ist es was aus den Comics auch kommt? Oder ja, das ist so ein bisschen die ultimative Fanboy-Fantasie, die natürlich immer so ein bisschen befriedigt wird in so Comics. Also das ist ja so der, sorry für das Wort vielleicht, aber Schwanzvergleich, den es da so gibt. Also wenn Hulk auf Thor trifft, dann muss immer erst festgestellt werden, ist jetzt Hulk oder Thor irgendwie geiler oder nicht. Oder es gibt ja auch so Company-Crossovers. Also es gab in den 90ern Marvel vs. DC und das hat sich sehr gut verkauft und da wurde halt festgestellt, könnte Hulk Superman besiegen, könnte Wolverine gegen Batman ankommen oder so. Und das ist immer faszinierend, glaube ich, einfach dieser Kräftevergleich. Wer ist jetzt irgendwie besser? Das ist eine Trope des Superhelden-Genres, die sehr gerne bedient wird. Und im Endeffekt ist es ja auch im Avengers-Film so, dass erstmal die Helden ein bisschen streiten müssen, um sich dann zu versöhnen und dann gegen den Big Bad irgendwie anzutreten. So wird es, glaube ich, auch bei Superman vs. Batman sein. Also es gibt danach quasi die Möglichkeit, dass sie sich wieder versöhnen. Ja. Nachdem sie gegen, also es wird jetzt nicht tödlich enden für irgendjemand oder so. Bei Civil War könnte das vielleicht passieren. Okay. Und wer steht da auf der Kippe? Darf man das schon verraten? Das verrate ich, glaube ich, nicht. Lest einfach den Civil War Comic und dann seht ihr schon, wer da nicht überlebt am Ende. Ah ja, okay. Der ist spannend auf jeden Fall. Wie ist es bei dir? Bist du Fan von solchen Comic-Clashes oder seid ihr Fan von solchen großen Aufeinandertreffen von Superhelden? Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant und ich finde auch interessant, was inzwischen möglich geworden ist im Filmbereich, weil vor 10 Jahren oder so hattest du X-Men und Spider-Man und da waren die Figuren halt sehr in sich selbst geschlossen und jetzt hast du halt große Universen, die irgendwie bis ins Weltraum reichen können und dann siehst du halt, was alles möglich ist, auch was die Effekte angeht, was die Lizenzen angeht und überhaupt, was möglich ist. Und was das Geldverdienen angeht natürlich. Yay, Marvel und Netflix, die machen sehr viel Geld zusammen. Und wir machen darüber Sendung. was sagt denn der Chat? Gibt es noch ein paar Wortmeldungen so zu Gilmore Girls vielleicht noch? Zum Team Rory. Es gab hier das Team, ich kenne die Säge nicht. Ansonsten natürlich sehr gemischt. Team Dean, Team Jazz. Einer sogar Team Logan. Ich glaube, Team Logan ist sehr in der Minderheit. Ich mag Logan eigentlich auch ganz gerne, weil ich denke, dass es der erwachsenere Freund für Rory ist. Jazz ist so ein bisschen, der war in der Lebensphase richtig für sie, aber dann später wird er nicht mehr richtig für sie. Wir werden sehen. Vielleicht ist es ja auch am Ende irgendwie ein ganz neuer Team Adam oder Team Axie oder sonst irgendwas. Oh ja. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Gilmore Girls, auf Daredevil, auf By Love sind wir ein bisschen mit gemischten Gefühlen dran. Aber ihr könnt es euch anschauen ab 19.02. auf Netflix. Nächste Woche dann Fuller House.
Gebt uns auf jeden Fall Feedback dazu, was ihr davon haltet. Nächste Woche Fuller House, dann werden wir vielleicht im Taxi nach ins volle Haus fahren. Schauen wir mal. Oder ins vollere Haus, wie auch immer. Es hat Spaß gemacht, Adam. Ja, schön, dass du da warst. Als Ersatz für Flixi, der ist gerade in SJ-Mission unterwegs zum Night Manager. Spricht mit Dr. House und mit Loki. Wow. Feine Herr. Nein, kann ich nicht. Night Manager, Night Manager. Okay, wir haben, glaube ich, genug gequatscht für heute. Wir sind raus, hat Spaß gemacht. Seid nächste Woche wieder dabei im Serientaxi. Bis dahin. Ciao. Ihr wollt noch mehr Serientaxi? Schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag Serientaxi und bewertet uns auf iTunes. Am besten mit 5 Sternen. Und schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Fahrt im Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und Hi-Fi.